Im heutigen Interview spreche ich mit Noreen. Sie ist operationstechnische Assistentin und Bloggerin zu den Themen Mindset und Finanzen. Sie berichtet uns, was eine OTA eigentlich im Alltag macht, wie man OTA wird und wie so eine Ausbildung konkret aussieht. Und sie gibt Einblicke in die Verdienstmöglichkeiten in Deutschland und der Schweiz. Ferner spricht Noreen über No-Gos im OP, sowohl für Studenten als auch für Assistenzärzte und Oberärzte. Abschließend sprechen wir über das Leben in der Schweiz, ihren Blog, Finanzen und Literatur. Wenn dich diese Themen interessieren, dann bleib unbedingt dran. Du warst jetzt in Spanien, oder? Ich war jetzt in Spanien, ja genau, in Barcelona. Okay, wie hat es dir gefallen? Gut, ja, war richtig cool. Ich habe nur gemerkt, 2 Tage sind viel zu wenig, um sich Barcelona anzuschauen. Das Stadion hätte ich mir halt noch gern angeguckt, aber das habe ich jetzt leider nicht mehr geschafft. Ja, Barcelona, da gibt es so viel zu entdecken. Also wie gesagt, ich habe dir mal erzählt, mein bester Kumpel ist dort seit mehreren Jahren. Und jedes Mal, wenn ich da hinkomme, also man kann immer an jeder Ecke was komplett Neues entdecken und das verändert sich auch super schnell irgendwas. Ja. Das heißt, Barcelona ist nie so wie vor einem Jahr. Das ist wirklich super spannend. Das war richtig cool. Ich habe auch einen Freund getroffen, den habe ich kennengelernt in Kroatien. Der wohnt 40 Minuten von Barcelona entfernt und der ist dann auch gekommen und mir dann so ein bisschen Local-Plätze gezeigt. Das schätze ich halt so, das mag ich halt. Ja. Bin ich so der Tourismus-Fan jetzt, wo wirklich alle sind. Ich gucke da wirklich, dass ich irgendwie die Chance habe, irgendwie lokal dann was zu sehen, was zu finden. Ja, finde ich auch. Ich war auch auf Mallorca und zum Beispiel, das lohnt sich halt viel mehr, so in diese kleinen Straßen reinzugehen, wo nicht die ganzen Touris sich scharen. Klar, musst du dann halt irgendwie dich, also kannst du nicht einfach mal auf Englisch überall sprechen und das ist halt irgendwie anders als in diesen Touri-Plätzen, weil vieles ungewohnt ist. Aber das ist ja das Schöne eigentlich. Du willst ja eigentlich die echte Kultur sehen und du willst auf Plaza Catalunya rumlaufen, jetzt in Barcelona zum Beispiel. Ja, das war ganz nett mal zu sehen, aber so spannend ist es nicht. Nee, es ist halt dann doch wieder nur ein Platz unter vielen, ja, und die Hauptmeile irgendwie, wovon du dann alles erreichst. Ja, du bist ja OTA, operationstechnische Assistentin, und hast aber zusätzlich noch einen super spannenden Blog auf Instagram, irgendwo sonst noch? Nein, bisher nur auf Instagram. Nur Instagram, okay. Und bei dir geht es ja hauptsächlich um Literatur. Kannst du mir 1 bis 3 Bücher nennen, bei denen du sagen würdest, die habe ich am häufigsten empfohlen oder am häufigsten verschenkt? Ja, auf jeden Fall. Das wäre einmal Miracle Morning von Hal Elrod. Dann von Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt. Und Du musst nicht von allen gemocht werden, von den 2 japanischen Autoren, deren Namen ich immer vergesse, weil sie so schwierig sind. Okay, das werde ich dann schon auf Amazon rausfinden und dann das verlinken, damit die Leute das nachschauen können. Und da waren wir auch bei dem Thema nicht gleich sein. Also das ist das, was im Medizinstudium uns zumindest dem Praktika und dem OP sehr stark eingetrichtert wird. So ist auch Sarai tanzen, das wird nicht gern gesehen. Wenn du Oberärzte hinterfragst, ist auch nicht gern gesehen, zumindest in vielen Fächern. Ich hatte das Glück, dass meine Oberärzte sehr, sehr positiv dem gegenüber immer waren. Ja. Also sie haben gerne Fragen beantwortet und haben es eigentlich als positiv angesehen, wenn du auch wirklich tiefergehend Interesse gezeigt hast. Ich weiß nicht, wie es bei euch in der Ausbildung lief oder danach. Wie weit darf man den Mund aufmachen, sagen wir mal so? Also ja, im Grunde genommen war das deine Ausbildung, glaube ich, sehr ähnlich. Es war nicht irgendwie groß erwünscht, den Mund aufzumachen, wenn es darum ging, um zu fragen, ob jetzt in dem Test die Multiple-Choice-Fragen so Sinn machen oder nicht. Generell, wenn man vielleicht gesagt hat, das ist jetzt, finde ich jetzt für mich persönlich nicht so interessant. Also es ist nicht gern gesehen. Auch es ist im OP nicht gern gesehen, wenn du als Schüler alte Methoden anfragst, ja, die schon immer und ewig so gewesen sind. Das ist so, das bleibt so, das wird nicht verändert. Da kannst du einen Teufelsärger dir einfahren, wo ich mir denke, viele Wege führen nach Rom und ich glaube, das Endergebnis zählt. Und solange der Patient in Sicherheit ist oder die Patientensicherheit gewährleistet ist und die Sterilität, dann sehe ich da persönlich kein Problem. Und das sage ich auch dann meinen Schülern zum Beispiel, wenn ich mit welchen im Saal bin.
weil ich halte nicht viel von der Philosophie und ich finde es auch für Schüler unheimlich schwierig, so zu lernen. Vor allem wirst du dann meistens, ich kenne es aus Deutschland so, wenn du was gefragt hast, was du vielleicht nicht hättest fragen sollen oder dich vielleicht irgendwie so blöd gestellt hast, weil du so nichts hast besser stellen können aufgrund von Nichtwissen, ist dann aber bei der Baby- oder Berufsbildnerin dann blöd ankommt, stehst du dann halt blöd da und wirst dann angeschissen und dann hast du dann als Schüler natürlich total dann erstmal die Hosen voll, traust dich vielleicht gar nicht mehr nachzufragen. Ja, man ist halt schnell am Anfang eingeschüchtert, das weiß ich noch. Ja, und man muss wirklich einen dicken Pelz haben, vor allem in Deutschland. Und das ist halt aber auch eigentlich so der große Unterschied, finde ich, zur Schweiz. Also hier brauche ich nicht so einen dicken Pelz. Ja, das ist aber auch etwas, wo ich sage, wenn man so eine Kultur von Angst erstmal etabliert, dann bin ich davon überzeugt, dass es eher zu Fehlern führt. Einfach aus dem Grund, dass man dann Angst hat, Fehler zuzugeben. Genau. Ganz blödes, einfaches Beispiel. Im OP mache ich mich impfsteril und habe Angst, es dem Operateur zu sagen. Ja, genau. Das ist für den Patienten am Ende vielleicht fatal. Er wird danach vielleicht an einer Infektion versterben. Oder mir geht irgendwo der Handschuh auf und ich verschweige es bis zum Ende der OP. Ja. Und ich muss nicht wissen, wie oft das schon vorgekommen ist, weil einfach Leute wie zum Beispiel, die ganz neu im OP sind, Schüler oder PJler oder Assistenzärzte mit bestimmten Oberärzten oder leitenden Chefärzten im Saal, das, wo du weißt, da sagst du lieber nichts, da ist jedes Wort zu viel, da entsteht Angst und aus der Angst heraus entstehen dann Fehler, weil sie eben dann diese Fehler nicht anmerken, weil sie sich gar nicht trauen, ich vollkommen verstehen kann. Das ist auf jeden Fall, also ich muss sagen, das ist auch mitunter eine der Motivationen gewesen, damals den Kanal zu gründen, dass ich einfach wollte, dass eine gewisse Veränderung bei der neuen Generation entsteht, dass sie keine Angst haben zu fragen und dass, wenn sie dann selbst Ärzte sind, zulassen, dass Studenten Fragen stellen können und dürfen und nicht angeschissen werden für Fehler oder für dumme Fragen, weil in meinen Augen gibt es keine dummen Fragen. Lieber stellt er jetzt die dumme Frage, die du vielleicht als dumm ansiehst, weil du schon so lange arbeitest und so viel Erfahrung hast, und für dich das selbstverständlich ist, aber nicht für jeden selbstverständlich, als dass er später, wenn es darauf ankommt, den einen Fehler begeht und einem Patienten wirklich ernsthaft Schaden zuführt. Genau. Und Innovation, Ja, die Devise finde ich halt auch um einiges besser, um einiges einfacher, um einiges stressfreier für alle Beteiligten. Und ich weiß, man hört es nicht gern, aber auch im Gesundheitswesen passieren Fehler. Und es gibt auch einige Fehler, die, sage ich mal, passieren dürfen. Ja? Und klar, wir haben mit Patienten zu tun. Bis jetzt muss ich sagen, natürlich habe ich auch schon Fehler gemacht. Bisher waren die Fehler aber nie so, dass es patientenschädigend oder sonstiges irgendwie war oder irgendwas oder den Patienten nachhaltig geschädigt haben oder sowas. Das ist für eine OTA so und so generell eher schwierig. Ja, hier so einen groben Fehler zu machen, dass es stark patientengefährdend ist. Ja. Aber wie gesagt, das ist mir halt auch ein Thema, wo ich sage, nee, Fehler passieren auch im Gesundheitswesen, in der Pflege oder im OP und sie dürfen auch passieren. Man muss halt nur den Mut haben, sie dann halt auch anzusprechen. Genau. Und dann muss man auch sagen, wenn man mal die Geschichte sich anschaut, dann ist es so, dass die Klagen am ehesten noch entstehen, also dass das Krankenhaus verklagt wird oder der Arzt verklagt wird, wenn man versucht, diese Fehler unter den Tisch zu kehren und nicht mit dem Patienten auch offen kommuniziert und mit den Kollegen offen kommuniziert und sagt, okay, wir haben einen Fehler begangen, aus dem und dem Grund, wir haben daraus gelernt, aber beabsichtigt war das nicht. Man hat immer im Sinne des Patienten versucht zu handeln, aber Fehler passieren halt aus, keine Ahnung, vielleicht war es eine Not-OP, die Chirurgen waren übermüdet, das ist die Realität, das ist, man braucht das jetzt nicht irgendwie schönreden. Und in solchen Fällen ist meine Erfahrung so, dass die Patienten so viel Verständnis mitbringen, dass sie auch sagen, okay, ich verstehe das, sie haben trotzdem das Beste gemacht und ich werde sie jetzt dafür nicht verklagen. Wenn man es versucht, unter den Tisch zu kehren und den Patienten zu verarschen und er merkt das, dann kommt die Klage. Ja, auf jeden Fall.
Ich meine, die wollen ja auch irgendwo ernst genommen werden. Und ich meine, wenn ein Fehler passiert und der Patient jetzt beispielsweise irgendwie eine Verbrennung hat, ja, weil er vielleicht im Nassen gelegen hat oder die Neutralelektrode war nicht aktiv oder sonst Störungen, Fehler passieren und das ist blöd für den Patient und und man muss auch darüber sprechen. Das ist es halt. Man muss drüber sprechen. Man muss es ansprechen und sagen, hey, das und das ist passiert, so und so war's. Ja, und that's it. Und ich würde mal behaupten, dass die meisten Patienten da einlenken und dann nicht irgendwie aus dem Spital rausgehen oder aus dem Krankenhaus rausgehen und dann gleich den Operateur oder das ganze Team verklagen wollen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, wenn man da Ja. sachlich und ganz normal mit dem Patienten drüber spricht. Ja, auf jeden Fall. Wo wir vorher schon über die Studenten gesprochen haben, ich habe zwei Fragen, die ich auf zwei verschiedene Augenblicke mal aufgeteilt habe. Aber die erste Frage wäre: Was sind so die No-Gos als Student, wenn ich zum ersten Mal in die OP komme? Weil man hat ja meistens am Anfang erst mit der OTA zu tun und nicht unbedingt so mit dem Operateur. Man kommt erstmal da rein und weiß gar nicht, weiß überhaupt nicht, wo man stehen soll, was man jetzt machen soll, hat sich irgendwie eingewaschen. Jetzt steht man da, okay, was kann ich so, wo kann ich so richtig Mist bauen? Also das Erste, was ich schon mal überhaupt komplett blöd finde, ich weiß nicht, ob es stimmt, das würde ich dich jetzt fragen, dass der Sterilitätskurs im Medizinstudium keine Pflicht ist. Zumindest ist, soll das wohl in Deutschland so sein. Also bei uns ist das definitiv Pflicht, dass man, wir haben in, das läuft während der Mikrobiologie und Hygiene, dass wir uns auch einwaschen müssen, Hände desinfizieren müssen, dann kommen wir unter so eine Lampe und müssen gucken, ob da irgendwas verpasst wurde. Wenn das nicht der Fall ist, wird es auch nicht unterschrieben, du musst es nochmal machen. Also bei uns ist Okay. das Pflicht gewesen. Also wir mussten Okay. zeigen, dass wir uns einwaschen können. Okay, gut. Auf jeden Fall, das ist eigentlich so ein Thema, Sterilität. Das ist eigentlich so das meiste, wo ich mir denke, du kommst hier in OP und du hast keine Ahnung von nichts. Das ist auch in Ordnung. Und dann gibt es dann Studenten, die ja, wollen dann manchmal zu viel machen. Und touchen die dann irgendwas an oder wollen sich den Kittel selbst aus Übereifer anziehen oder so. Und mir ist es recht, ich spreche dann direkt auch mit denen, frage danach, warst du schon mal im OP, hast du dich schon mal steril angezogen und die ganzen Sachen. Und ja, meistens man merkt es dann schon auch im Handling dann, ob derjenige das schon mal gemacht hat oder noch nicht gemacht hat. Und was mich halt stört, ist, viele Studenten sagen, ja, sie haben das schon mal gemacht. Das war dann, wie gesagt, vielleicht vor 3 oder 4 Jahren mal im Studium und das war's dann. Das ist eine Sache, die mir stark auffällt. Ich meine, klar, man gibt vielleicht nicht gern zu, hey, nee, ich habe das nicht, ich kann das noch nicht so gut, zeig's mir doch nochmal bitte. Ja, jede OTA freut sich, wenn das ein Student sagt, ja, weil es ist lieber so, weil dann ist es richtig, dann ist es steril und dann muss ich nicht extra nochmal irgendwie Material auspacken und im Student habe ich es richtig gezeigt, wie es wirklich funktioniert. Das ist eigentlich so ein Hauptpunkt. Also im Endeffekt auch so ehrlich sein und sagen, wenn ich irgendwas nicht kann, weil Genau. also keiner erwartet, wenn man in den OP kommt und vor 3 Jahren das letzte Mal da war, dass man immer noch alles weiß und genau weiß, wie es abläuft. Lieber frage ich einmal zu viel. Und ich habe Ja, jetzt genau. bisher noch kein einziges Mal einen blöden Kommentar erlebt, wenn ich das einmal zu viel gefragt habe. Wenn du dann halt irgendwas wieder unsteril machst, weil du halt unvorsichtig warst und einfach nicht gefragt hast, das ist eher negativ, weil man dann auf einmal wieder alles komplett neu abwaschen muss oder komplett was abdecken will oder neu muss. Ja, genau. Das wäre halt ärgerlich, genau. Und das ist halt so mit ein ganz großer Punkt. Ja. Und Sonst? so am Tisch? Ich meine, man kennt es ja, viele Oberärzte oder leitende Chefärzte nehmen sich das manchmal heraus und greifen auf den Tisch und meinen, sie könnten sich da bedienen, weil es ein Selbstbedienungsladen ist. So. Dann sehen das natürlich die PJler oder die Assistenzärzte und wollen das nachmachen. Und das finde ich das absolutes No-Go. Es gibt Notfallsituationen, wo ich nie irgendwas sagen will. Aber ich bin auch ein Mensch, ich sage auch dem Chefarzt, das ist hier keine Selbstbedienung, ich sage es auch dem Laien, das ist mir völlig egal. Aber wo ich immer was sage, ist es bei einem PJler oder bei einem Assistenzarzt. Also, weil das
es geht einfach nicht. Es ist teilweise gefährlich. Ich will wissen, wo meine Instrumente sind. Am Schluss ist noch irgendein Instrument an dem Patienten. Und ich bin dafür mitverantwortlich und die Verantwortung nehme ich halt einfach ernst. Und das ist eine Sache, die geht absolut gar nicht. Und was mir auch in den letzten Jahren aufgefallen ist, ich glaube, das liegt mitunter an der neuen Generation, die Generation Z, die sehr viel mehr auf ihre Freizeit fokussiert ist, was ich unheimlich toll finde. Ja. Und viel mehr auf sich selbst achtet, was ich auch wirklich, wirklich wichtig finde, weil ich das auch selbst gut heiße und auch mache. Nur war das dann teilweise in Situationen, wo es wirklich Notfallsituationen waren, während dem Operieren irgendwie ein Gefäß verletzt und du wirklich aktiv siehst, hey, da blutet es gerade, es ist alles rot, du siehst nichts mehr. Und man nimmt das ja auch schon, also glaube ich zumindest, ich hatte das als Anfänger auch, ich zumindest wahrgenommen, okay, hey, jetzt sind auf einmal alle hektisch, jetzt geht es voll schnell hier und da und dies und jetzt auf einmal das Instrument und jetzt das nächste. Und dann kommt dann einer und sagt dann, ja, es ist 5 Uhr, ich habe jetzt Feierabend, ich muss jetzt gehen. Habe ich schon öfter erlebt. Ernsthaft? Also das ist das... Ernsthaft? Also könnte ich mir gar nicht vorstellen. Also. Ja, es ist dann schon eine Hausnummer, vor allem weil du denkst so, hast du mal ins OP-Feld geguckt? Das ist genau. Ich denke mir so, das ist doch das Geilste überhaupt, jetzt da zu bleiben und zu sehen, wie das gepflegt wird. Klar, du darfst nicht viel machen, aber vielleicht darfst du sogar, in solchen Notfällen ist meine Erfahrung sogar, manchmal darf man sogar mehr machen als sonst. Dann kriegst du zumindest den Sauger in die Hand und die sagen dir, genau. Hier. Oder Tupf weg oder was auch immer. Jede Hand ist recht, absolut. Genau. Und nee, das ist mir jetzt tatsächlich schon häufiger aufgefallen. Okay. Und nee, das ist, also es liegt halt vielleicht, ich war nicht viel mit anderen Studenten im OP. Das heißt, ich selber von meiner Mentalität her wäre in solchen Fällen bis zum Dead End geblieben, egal ob das 4-5 Stunden länger dauert, weil ich das einfach so gerne sehen würde, was da passiert, um lernen zu können. Ja. Weil... das meiste war meine Erfahrung, lernt man in Diensten und in den Überstunden. Ja. Und nicht in der geregelten Arbeitszeit. Nein. Also. Das ist ja bei den OPAs genauso. Eigentlich lernst du wirklich dann im Dienst oder im Nachtdienst, weil Nachtdienste sind immer noch anders. Du hast immer noch ein bisschen mehr Zeit als im Tagdienst, als im Tagesprogramm, weil es dann doch ein bisschen länger dauert, bis der Patient dann von Station da ist, bis er eingeschleust ist und. Und du meistens dann, zum Beispiel war es in Luzern jetzt hier so, hattest du eigentlich immer Leute da, die jedes wirklich notfallmäßige Fachgebiet abgedeckt haben, was hätte kommen können. Okay. Und so musst du halt unheimlich gut profitieren, weil du direkt von der OTA hast lernen können, die für dieses Fachgebiet zuständig ist. Zum Beispiel Neuro oder Wirbelsäule. Genau. Mhm. Oder Gefäßeingriffe wie eine EVA, wenn eine Notfall-EVA kommt nachts. Ja. Zum Beispiel. Wenn ich am Tisch stehe als Student, das ist mir ja selber persönlich auch ein paar Mal passiert, klar, als Student damals, hast einen Haken in der Hand. Und dann macht der Operateur irgendwas und sagt, nimm den Haken raus. Und die OTA ist mit dem Operateur beschäftigt. Was mache ich mit dem Haken? Kann ich ihn dir auf den Tisch legen oder flippst du dann aus? Also mir ist es lieber, wenn man wartet und mir den dann in die Hand gibt. Oder man darf mich da auch gerne drauf aufmerksam machen, ob ich habe hier einen Haken oder wenn ich nichts sagen will, dann vielleicht so ein bisschen in die Richtung zeigen oder so. Das ist alles kein Problem. Wenn es natürlich eine Notfallsituation ist, ist das anderes. Aber manchmal, je nachdem, was für ein Haken, ja, wenn du natürlich irgendeinen Haken hast, der spitz ist, möchtest du es nicht, dass du mir den einfach auf den Tisch legst, weil dann hast du mir vielleicht ein Loch in den Tisch gemacht und ich kann meinen ganzen Tisch nicht mal von vorne abdecken, weil da ein Loch drin ist. Daran denkt man gar nicht, ja. Das ist so Sachen, daran denkt man nicht, wenn man am Tisch steht tatsächlich. Genau. Und deswegen sind ja dann wir da. Wir decken dann den Bereich ab, wir denken dann daran und deswegen funktioniert es dann auch so gut. Also was ich so von dir mitnehme, ist, man muss auch als Student einfach sich trauen, den Mund aufzumachen. Ja, also, definitiv. Sei man hat Fragen oder man will irgendwas oder man hat Scheiße gebaut. Ja, genau. Genau. Ich fand zum Beispiel, letztens hatte ich ein tolles Gespräch mit einem PJler, der mich gefragt hat nach den Instrumenten, warum habe ich die jetzt so und so positioniert auf meinem Tisch? Für was ist jetzt das Instrument? Wie heißt das Instrument? Ich fand das richtig toll, weil
wenn du weißt, wie die Instrumente heißen und wenn du weißt, wofür sie sind, kannst du ja dann auch während der OP punkten, ja, beim Operateur. Und ich finde es noch mega cool. Und was mir halt auch, wie du schon sagst, ist mir mega wichtig, dass sie halt kommunizieren, dass sie den Mund aufmachen. Und das ist auch Wissen, dass sie den Mund aufmachen dürfen und dass sie es auch sollen. Vor allem auch, wenn sie merken, sie kriegen Kreislaufprobleme. Ich glaube, das hatte jeder schon mal, der einmal am Tisch stand. Ja? Mhm. Ich glaube, es gibt keinen, der nur nicht umgekippt ist, dass man das sagt. Weil meistens stehen die bis zur letzten Sekunde und macht es einfach mal puff. Und dann sind sie am Boden. Das ist immer irgendwie blöd für alle Beteiligten. Mhm. Ja. Vor allem, weil Studenten auch gerne mal, wenn sie vor allem neu da sind, Angst haben, zwischen den OPs auch mal was trinken zu gehen, aufs Klo zu gehen, sondern die sind einfach nur die ganze Zeit da und dann am besten bei den Unfallchirurgen so mit dieser Schürze, wo man komplett durchgeschwitzt ist und dann kollabieren wir. Und dann ist halt vorbei. Und dann hat man davon gar nichts. Also man muss auch auf sich achten und sagen, okay, ich kann nicht mehr. Weil wenn du ins OP-Gebiet fällst, das ist halt blöd. Das und ist blöd, wirklich blöd. Es ist aber auch blöd, wenn du nach hinten fällst und Schädel-Hirn-Trauma hast. Dann, Es ist niemandem geholfen, wenn man da nicht. Und das ist halt etwas, wo ich sage, wo es noch zu wenig ist, generell Kommunikation im OP. Genau. Also sowohl sich durch seine Angst behindern lassen, etwas zu fragen oder zu sagen, noch durch den Stolz, was ich bei Studenten durchaus auch schon beobachtet habe, weil die sagen, ich bin Medizinstudent im letzten Jahr, ich werde doch nicht mit die ist nur OTA oder die ist nur Krankenschwester. Und das sehe ich dann bei Assistenzärzten, habe ich das noch mehr erlebt, wo ich mir denke, diese Krankenschwester, diese OTA ist seit 20 Jahren da, die weiß, wie das hier läuft. Du kannst von ihr so viel lernen und wenn du dich mit der gut stellst und das Ganze Hand in Hand geht, dann werdet ihr alle besser leben und das wird für den Patienten am besten rausgehen. Und das ist eigentlich ja der Hauptpunkt. Deshalb hast du Medizin studiert, damit du für den Patienten das Beste rausholen kannst. Und das geht nur im Team. Ich meine, es geht nicht um einen selbst, um sein eigenes Ego oder um seinen Stolz. Letztendlich sind wir quasi alle zusammen verantwortlich für den Patient. Und nicht, wie wir uns jetzt gerade hier fühlen in dem Moment, weil wir jetzt irgendwie genervt sind oder nicht fragen wollen, weil wir, wie du schon sagst, ich bin Medizinstudent, ich muss da nicht fragen. Genau. Ja, das erlebe ich auch immer häufiger bei PJ-Lern, Assistenzärzten, die Nase ein bisschen weiter oben tragen als gewöhnlich oder als andere. Mhm. Und das finde ich ein bisschen schade, weil sie verbauen sich einiges selbst. Ja, und vor allem ist ihr Lernspektrum viel, viel geringer. Ja, auf jeden Fall. Teilweise erlebe ich OPs, wo du Assistenzärzte dann hast, die dann vielleicht, und wenn es nur ein einfacher Wackwechsel ist, die dann aber vielleicht nicht wissen, okay, wie mache ich das jetzt nochmal? Wie funktioniert das denn jetzt nochmal mit dem Trackpad? Ja? Mhm. Und dann steht natürlich die OP-Schwester da und denkt sich dann, jetzt lass es dich mal auflaufen. Ja? Mhm. Weil klar, das ist jetzt auch keine coole Sache, ja? Aber das wird dir passieren im OP. Es ist halt einfach so, leider. Aber deswegen schätze ich das immer sehr, wenn du einfach eine gute Kommunikation hast. Und ich empfinde die Kommunikation hier in der Schweiz als angenehmer. War auch meine Erfahrung. Wir werden auch im Verlauf nochmal drüber sprechen, weil das war auch mit der größte Unterschied zu Deutschland, dass die Hierarchien etwas flacher waren. Ich finde das nicht unbedingt immer gut, aber es gibt auch super, super gute Aspekte darunter. Wieso findest du das nicht gut? Oder warum ich das nicht gut finde, nicht immer gut finde? Weil ich der Meinung bin, und da gehen nicht alle Studenten mit mir einher, auch die hier zuschauen, dass eine Hackordnung in der Klinik seine Gründe hat, damit der Patient die bestmögliche Versorgung kriegt und keine Fehler passieren. Der Patient, wenn er reinkommt, als Notfall oder mit irgendeinem Problem, er will den Besten haben und er will, auch wenn der Assistenzarzt irgendwas nicht weiß, dass der Assistenzarzt den Oberarzt holen kann. Und der Oberarzt ist am Schluss oder der Chef, ganz am Schluss ist der Chef, immer dafür verantwortlich, was passiert. Also wenn irgendwas schief geht, ist erstmal
Klar hat der Assistenzarzt vielleicht Scheiße gebaut, dann ist der Oberarzt wieder schuld, weil er das nicht verhindert hat. Und schlussendlich muss der Chefarzt dafür gerade stehen. Und diese Hackordnung hat aus dem Grund irgendwo seinen Sinn. Sodass man zum Beispiel nicht unbedingt mit jedem Oberarzt in meinen Augen per Du sein muss, sondern ein gewisser Abstand gewahrt wird. Immer noch. Ich bin da ein bisschen anders vielleicht aufgewachsen. Das heißt nicht, also ich finde nicht, dass es heißen muss, dass man den nichts fragen darf oder dass es ein Choleriker sein muss. Man kann super respektvoll miteinander umgehen, aber eine gewisse Hackordnung ist gut, finde ich. Ja. Dass man auch, aber man, es muss halt trotzdem so sein, dass man nicht die Angst hat, dem Oberarzt auch wirklich anzurufen und zu fragen, dass er auch zur Stelle ist und dir hilft. Was halt, das ist zum Beispiel ein Punkt, wo mir aufgefallen ist, was ich unheimlich gerne mag, das ist so typisch deutsch, so, sie, dieses Siezen, das ist so sowas von typisch deutsch. Und das ist eine Sache, wo ich wirklich sehr schätze hier in der Schweiz, weil ich bin mit so gut wie allen Ärzten per Du, außer mit den Chefärzten, ja, außer man kennt sie vielleicht schon länger oder so, dann ist es wieder was anderes. Und ich muss sagen, dadurch, dass wir alle per Du sind, ist es deutlich lockerer. Es werden öfter Fragen gestellt. Man hat auch weniger Angst davor, irgendwem eine Frage zu stellen, ob das jetzt Chefarzt ist oder Oberarzt oder Leitender. Und was mir auch aufgefallen ist, der Unterschied zu Deutschland, Assistenzärzte oder Oberärzte, die jetzt gerade mit einer Situation überfordert sind und nicht weiter wissen, rufen eigentlich dann doch relativ schnell, wenn sie wirklich wissen, so nein, ich komme nicht mehr weiter, ihren Chef an. Das ist mir in Deutschland, ist das noch ein bisschen anders. Kann ich nachvollziehen, vor allem in den chirurgischen Fächern. In der Inneren ist es tatsächlich gar nicht so krass. Da duzen sich auch viel, viel mehr Leute. Das ist meine Erfahrung. Ja. Ich bin aber auch ein Mensch, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch eine Einstellungssache, ich habe kein Problem, den Chef was zu fragen. Und sei so dumm, weil ich mir denke, so what, der wird mich dafür doch nicht feuern. Und wenn er mich feuert, ja okay, dann hat er mich gefeuert, dann gehe ich woanders hin. Ärzte brauchst du überall, deshalb wird er mich nicht feuern. Und dann frage ich ihn alles, was ich fragen will und wissen will, weil der ist der Ausbilder. Und wenn ich ein Problem habe, dass der Patient Hilfe braucht, das ist in der Inneren jetzt nicht so, aber da holst du den Oberarzt, weil der Chef ist bei uns ja eher so, dass der für so eine große Abteilung zuständig ist, das ist nicht wie in der Chirurgie, dass die in der Besprechung drin sitzen und alles miteinander durchsprechen. Der Chef ist viel, viel weiter entfernt und der ist meistens mit organisatorischen Sachen beschäftigt und nicht unbedingt damit, irgendwelche Prozeduren zu machen. Klar, er macht auch seine Herzkatheter, aber er überprüft jetzt nicht die Arbeit von jedem einzelnen Oberarzt, wie das in der Unfallchirurgie, wie ich das erkenne, dass sie dann alle an einem Tisch sitzen und dann schaut sich der Chef auch wirklich alle Bilder von den OPs an. Ja. In Luzern nennt man das Höhle der Löwen. Höhle der Löwen, okay. Ist ein Morgenrapport bei den Traumatologen. Ja. Ist auch wirklich so. Ja, das hat was, ja. Ja, genau. Okay, warum hast du dich entschieden, OTA zu werden? Also ich habe tatsächlich damals mich für zwei Jobs beworben. Einmal für Tierarzthelferin und für operationstechnische Assistentin. Und ich hatte die Zusage schneller für die tiermedizinische Fachangestellte und wollte ursprünglich aber OTA werden. Einfach aus dem Grund, weil ich das Fachgebiet mega spannend fand. Und ich habe eine Freundin beim Reiten kennengelernt, die war gerade in der Ausbildung, hat sehr viel davon erzählt und wie spannend es ist und man sieht so viel. Und da habe ich mir überlegt, das ist doch eigentlich ganz spannend, aber ich fand immer auch schon Tiere mega toll und deswegen habe ich jetzt erst dann die TFA-Ausbildung abgeschlossen und danach habe ich dann direkt weitergemacht und habe die OTA-Ausbildung fertig. Also du hast zwei Ausbildungen sogar. Okay. Genau. Verstehe. Und du hast beide in Deutschland gemacht? Ich habe beide in Deutschland gemacht, ja. Und wie läuft so eine Ausbildung ab zu OTA?
Also das ist quasi, du hast einen praktischen Teil und einen theoretischen Teil und du gehst zur Schule meistens in Blöcken, 1 bis 2 Monate ist das maximal. Und dann hast du also das geht über die 3 Jahre so verteilt. Und den praktischen Teil bist du dann im OP und durchläufst verschiedene Fachgebiete. Du bist aber auch auf Station unterwegs, du bist in der Sterilgutversorgung unterwegs. Endoskopie ist meistens auch noch ein Teil. Und auf dem Notfall ist man auch noch unterwegs, dass man wirklich mal so alle Bereiche mit abgedeckt hat, gesehen hat. Pflege ist, glaube ich, einfach nur, also Station ist, glaube ich, einfach nur, um auch mal den Umgang, grob den Umgang zu haben mit den Patienten. Und sonst so in den Funktionen wie in der Urologie oder in der Endoskopie. Teilweise gibt es das in Häusern ja, dass es die Urologie oder die Endoskopie ja mit im OP angegliedert ist, dass man das mitmacht. Das erlebe ich zum Beispiel jetzt und dann konnte ich schon noch teilweise profitieren davon, dass ich das in der Ausbildung hatte. Ja. Und ja, dann hast du natürlich nach dem 2. Jahr ungefähr hast du eine Zwischenprüfung. Ich glaube, das war eine schriftliche und eine praktische, wenn ich mich recht erinnere, ist jetzt dann auch schon ein bisschen her. Und bevor du dann fertig bist, hast du dann nochmal eine Abschlussprüfung. Das ist dann praktisch. Da kommen dann quasi die Lehrer in den OP. Und dann musst du dann eine OP instrumentieren und eine springen. Und dann hast du noch eine theoretische Prüfung. Das ist dann eine, die ganzen Fächer, die du hattest, werden dann abgefragt und du hast nochmal eine mündliche Prüfung. Die findet dann auch in der Schule statt. Okay, und wie lange dauert die gesamte Ausbildung? Insgesamt 3 Jahre. 3 Jahre, Wenn man okay. möchte, könnte man aber verkürzen auf 2,5. Das geht aber nur in Deutschland. Tatsächlich kann man in der Schweiz nicht verkürzen. Wie verkürzt man? Wenn ich mich recht erinnere, du brauchst einen gewissen Durchschnitt, um verkürzen zu können. Okay. Frag mich aber bitte nicht mehr nach dem Durchschnitt, das weiß ich nicht mehr. Die Leute können googeln. Ja. Was haben die, was haben die, was, was habt ihr denn für Fächer gehabt? So einfach nur Interesse halber. Ich habe auch keine Ahnung, wie eine OTA-Ausbildung genau abläuft. Also was lernt Ja. ihr so alles? Ja, also natürlich viel Hygiene, das ist ein großer Bereich, der überstreckt sich so über die 3 Jahre. Dann natürlich Anatomie, Physiologie, aber auch Recht. Wirtschaft ist auch Okay. mit dabei, Psychologie haben wir auch. Ja, das sind eigentlich so die größten Sachen, genau. Wir Okay. gucken uns auch viele Krankheitsbilder an. Das haben wir auch gemacht. Genau. Und was sind jetzt Das. so die, also ich, wie ich das so von dir raushöre, ist der Einsatzgebiet einer OTA ja nicht nur beschränkt auf die klassische Operation, dass ich jetzt bei den Allgemeinchirurgen stehe oder bei den Unfallchirurgen stehe oder bei den Urologen, sondern du machst auch andere Sachen. Also Endoskopie, das machen auch OTAs, wie ich das so verstehe. Das ist von Haus zu Haus unterschiedlich. Es ist so, dass teilweise urologische Funktionen, wo du Zystoskopien und die ganzen Sachen machst, ja, die ganzen Endo-Eingriffe von der Urologie, gibt es teilweise auch im OP mit drinne. Das erlebe ich zum Beispiel jetzt hier im Unispital. Wenn ich da auf der Urologie mache, mache ich auch Urofunktionen mit, neben den ganzen anderen Operationen nebenbei noch. Das gehört damit dazu. Und bei der Endoskopie, wie zum Beispiel Gastroskopie und den ganzen Kram, das machen teilweise auch schon OTAs. Es sind aber auch viel Pflegekräfte, die das machen. Okay, und das ist in Deutschland und der Schweiz gleich? Ja, bis jetzt habe ich die Erfahrung gemacht, dass es doch eigentlich relativ gleich ist. Genau. Okay, und wie ich das so verstehe, du kannst ja auch als OTA, die werden auch ambulant gebraucht. Das heißt, ich denke, du bist jetzt in einem Unispital, Akutkrankenhaus, das heißt, du wirst auch Nachtschichten arbeiten, also einfach ein Schichtsystem auch arbeiten. Man könnte aber theoretisch auch ein ambulantes Spektrum wechseln. Klar, du könntest auch in eine Privatklinik wechseln, wo du nur von montags bis Freitag arbeitest. Da stehen viele Wege offen. Vor allem, ich habe jetzt zum Beispiel meinen Schritt wie in die Selbstständigkeit gewagt. Ich bin temporär jetzt angestellt. Also das heißt, eigentlich bin ich nicht angestellt. Ich bin immer nur, werde über eine Agentur gebucht für das spezielle Spital
Und dann kann ich dann sagen, ob ich damit einverstanden bin oder nicht. Und dann ist es jetzt so, dass ich im Moment in Zürich bin. Mein Vertrag geht noch bis Ende November. Und entweder die verlängern mich noch bis Dezember oder meine Agentur schickt mir ein neues Angebot von einem neuen Spital und Krankenhaus. Genau. Okay, verstehe. Und da heißt es so, ich arbeite meistens eigentlich nur von Montag bis Freitag. Ich habe keine Wochenenddienste. Ich habe Nachtdienste ab und zu, aber nicht so häufig. Vor allem dadurch, dass man temporär Kraft ist, und das ist das Gleiche in Deutschland, du verdienst in Deutschland auch als temporär Kraft um einiges mehr als, als Normalangestellte. Dadurch, dass du eine teurere Arbeitskraft bist, wirst du öfter und früher heimgeschickt. Und ich persönlich schätze das sehr, weil das hat für mich was mit Lebensqualität zu tun. Also ich finde es mega toll, dass ich die meiste Zeit eigentlich so zwischen 2 und 3 Uhr gesagt bekomme, so Noreen, du kannst jetzt gehen. Ja. Okay. Nein, klar, das heißt natürlich auch, du hast vielleicht ein bisschen weniger Geld. Aber muss ich sagen, da ist mir die Freizeit mir persönlich wichtiger. Ich schätze das wirklich sehr. Und viele haben mich auch gefragt, ja, hast du denn keine Angst, wenn mal irgendwie kein Angebot reinkommt? Und wo ich mir sage, nein, absolut nicht. Ich arbeite im Gesundheitswesen. Ich glaube nicht, dass ich die nächsten Jahre irgendwelche Probleme haben werde, irgendeinen Job zu finden. Und selbst wenn, gibt es so viele andere Möglichkeiten, wo man noch machen kann. Genau. Also erstens kannst du dich auch jederzeit wieder fest anstellen lassen. Genau. Kannst auch nach Deutschland zurückgehen. Du kannst genauso genau. Aber auch einfach sagen, du verdienst es mit deiner Selbstständigkeit einfach mehr. Da gibt es einfach unendlich viele Möglichkeiten im Gesundheitswesen, auch aus OTA, genauso wie bei Krankenschwestern. Und ich glaube, das funktioniert ähnlich. Genau. Wie sieht dein Alltag aus? Dass das sich hier ein paar Leute auch wirklich vorstellen können. Also meinst du jetzt den Alltag so vom morgens bis abends? Komplett ja, mit Arbeit. Genau, also was machst du da den ganzen Tag? Also was macht eine OTA den ganzen Tag? Ja, also ich habe morgens, ich muss um 4 Uhr aufstehen, weil ich arbeite in Zürich und wohne in Luzern. Für mich ist das kein Problem. Ich stehe sehr, sehr gerne sehr früh auf. Ich nutze die Zeit einfach morgens für mich und mache meine fixe Morgenroutine. Heißt einfach, ich stehe auf, trinke mein Glas Wasser, dann gehe ich mich fertig machen, ziehe mich an, Frühstück, mache meinen Tee und dann mache ich mich dann so langsam auf und laufe zum Zug. Und im Zug nutze ich dann die Stunde, die ich Zug fahren muss, zum Lesen. Das gehört auch noch zu meiner Morgenroutine. Und so starte ich schon mal sehr viel motivierter und fitter in den Tag. Ich merke wirklich, das sind Welten im Gegensatz zu früher, wo du irgendwie morgens verschlafen im Zug gehangen hast. Ja, und irgendwie aussah, als wärst du vom Auto überfahren. Das gibt es einfach nicht im Moment. Das habe ich jetzt seit, keine Ahnung, 3/4 Jahr mache ich das jetzt mit der Morgenroutine und kann es nur jedem empfehlen, es mal auszuprobieren. Ja, wenn ich da im Zug sitze, dann irgendwann komme ich dann auch hoffentlich in Zürich an. Und ja, dann geht es halt auf Arbeit. Im Moment auf der Uro und Gynäkologie. Und ist sehr abwechslungsreich, vor allem wegen Unispital. Die machen dann doch schon auch einige Operationen, wo ich vorher noch nicht gesehen habe, was wirklich sehr spannend ist. Und ja, wenn ich dann heimfahre, kümmere ich mich dann meistens im Zug dann ein bisschen um Instagram, um meinen eigenen Blog. Und nebenbei lese ich dann noch. Und wenn ich dann zu Hause bin, kommt es immer auf den Tag drauf an. Entweder koche ich dann noch was. Ich koche dann vor für die nächsten Tage. Ja, wenn ich dann einen beitragfreien Tag habe, setze ich mich auch ultra gerne vor Netflix und mache einfach gar nichts. Ich mache aber auch sehr viel Sport. Ich gehe joggen, mache Capoeira. Ja, und ich gehe zwischen 9 und 10 Uhr spätestens ins Bett. Und vorher meditiere ich noch. Das gehört jetzt auch mittlerweile zu meiner fixen Abendroutine. Und ich habe auch gemerkt, in meinem Job, vor allem in meinem Job, ist es wichtig, dass du fokussiert bist, dass du konzentriert bist. Und das erreiche ich einfach nochmal viel, viel mehr mit der Meditation. Ich habe es genauso als Humbug früher abgetan, habe gedacht, so, ach komm, geht mir doch mit euren Routinen nicht auf den Sack, das ist irgendwie so ein Instagram-Dings-Scheiß. Ja, aber es ist wirklich nicht so, es ist wirklich... Ja, wirklich pure Veränderung, also wirklich. Ja, glaube ich dir, ja. Kann ich auch nachvollziehen.
jetzt nicht mehr damit aufhören. Genau, es bringt mir so viel auch. Du bist aufmerksamer. Ich kann mir auch viel, viel besser Sachen merken und das ist als OTA halt auch unheimlich wichtig. Genau. Was machst du im OP? Also, was sind genau deine Aufgaben? Also. Also meine Aufgaben, im Grunde genommen hast du die zwei Hauptbereiche. Du hast einmal die Springertätigkeit und du hast die Instrumentiertätigkeit. Am Tisch ist es quasi so, du bist dafür zuständig, dass du über deine, dass du die Instrumente anreichst an Operateur und Assistenten. Und natürlich hilfst du auch vorher noch beim Abdecken und je nach hausspezifischen Standards noch beim Desinfizieren und hast halt immer ein Auge natürlich auch auf die Sterilität, was natürlich immer oberstes Gebot ist. Und ja, der Hauptbereich, vereinfacht gesagt, ist, du reichst dem Operateur die Instrumente. Nun muss man dabei bedenken, es ist jetzt nicht so, dass der Operateur dann sagt, im Idealfall hier Schere, Messer, Gabel, Pinzette. Sondern ich möchte, mein Ziel als OTA ist es, vorausschauend zu arbeiten. Das bedeutet, ich kenne den Ablauf, ich kenne die Organe, ich kenne die Risiken und ich weiß in der Regel schon das nächste Instrument, was der Operateur haben möchte und gebe es ihm schon in die Hand, ohne dass er es sagen muss. Das ist so mein Ziel Das heißt, du in der stehst Spielung. auch nicht einfach hohl am Tisch, sondern du weißt auch schon, was bei den OPs normalerweise gemacht wird und wie der Ablauf einer Genau. OP ist. Genau. Ja. Genau, das ist zur Instrumentiertätigkeit und in der Springertätigkeit hast du halt die Aufgabe, die Sachen anzureichen, die sterilen Sachen wie Handschuhe, wie Verbrauchsmaterialien, der ganze Kram oder du musst dich um die Geräte kümmern, was in der Schweiz nicht so ist. Zum Beispiel Röntgen übernehmen hier Lagerungspfleger. In Deutschland ist es so, Okay. da hast du keine Lagerungspfleger. Da musst du selbst auch den Patienten lagern. Das gehört auch zur Springertätigkeit mit dazu. In der Schweiz ist es in den meisten Häusern nicht so. Da hast du einen Lagerungspfleger, der lagert den Patienten. Der ist extra dafür ausgebildet und kümmert sich nur darum und teilweise auch um die Gerätschaften. Vielleicht ganz wichtig, aber ich finde, das klingt immer so ganz einfach, Lagerung zu machen. Aber schlussendlich, ich glaube, viele begreifen, ich glaube, das begreift man erstmal, wenn man wirklich im OP war. Und vielleicht, wenn Ja. man nochmal wirklich einen Lagerungsschaden mal gesehen hat, wie Und wichtig es wenn ist. man mal selbst drauf auf den Tisch gelegt hat und mal Ja. den Arm so positioniert hat für eine längere Zeit. Genau. Nein, Lagerung ist nicht einfach so, ah, ich lege das jetzt hier hin. Ich meine, wir haben überall Nerven am Körper und es gilt, diese eben auch nicht zu schaden. Und da ist es natürlich wichtig, dass wir dann auch physiologisch lagern. Dafür gibt es dann bestimmte Richtlinien, gibt es bestimmte Regeln, wie man dann genau lagert und die muss man kennen. Und wenn man sich da nicht sicher ist, muss man sich da auch, wie bei allem, auf jeden Fall immer nachfragen. Genau, also man sollte sich auch bei der Lagerung wirklich sicher sein, weil man glaubt Ja. gar nicht, wie stark man dem Patienten schaden kann, wenn man den Arm zu sehr überstreckt irgendwo hinlegt Genau. und der dann aufwacht und dann kann er, spürt er seinen Arm nicht mehr. Und Ja. das kann auch ein dauerhafter Schaden sein, wenn es ganz blöd läuft, Genau. weil stell dir vor, in der OP passiert irgendwas, und es ist ein Notfall und dann dauert die OP-Start 1,5 Stunden, dauert die auf einmal 4 bis 5 Stunden und dann ist der Genau. Nerv hinüber. Ganz genau. Und das kann ja wirklich schwere Folgen haben und ist halt für den Patienten nicht gerade schön, wenn er dann aufmacht und kann irgendwie vielleicht seinen Arm nicht mehr bewegen. Ja, und das geht ja vielleicht die nächsten Tage so. Ist eine blöde Situation. Also, Ja. es ist ein Thema, was so ein bisschen. Manchmal ein bisschen wischiwaschi behandelt wird, ist aber wirklich sehr, sehr wichtig. Und ja, und vor allem ist es halt auch wichtig, finde ich persönlich, für die PJler und auch für die Assistenzärzte, da mitzuwirken, da Hilfe anzubieten und auch zu fragen, vor allem weil eigentlich die Letztverantwortung auch der Operateur trägt. Ja? Der Genau. Operateur ist am Ende dafür zuständig. Und verantwortlich, ob dieser Patient richtig gelagert ist. Wenn ein Schaden entsteht, ist dann erst der Assistent dran und dann der Oberarzt, der operiert hat. Und schlussendlich wird ja der Oberarzt an den Kopf abreißen, weil normalerweise ist es deine Verantwortung, das nochmal zu kontrollieren, dass es auch alles passt. Das heißt, da darf man Genau. sich auch nicht zu sehr darauf verlassen, dass es schon alles gut gemacht ist. Klar, wenn du die Pflege schon kennst und weil, klar, so viel vertraue ich denen.
Aber man sollte da trotzdem ein gewisses Auge nochmal mit drauf haben, weil am Schluss muss man wissen, am Ende hat der Patient einen Schaden und dein eigener Kopf rollt auch noch. Genau. Wie, Ganz genau. das würde sehr viele interessieren natürlich auch, wie ist das Gehalt? Bitte? Wie ist das Gehalt von der OTA? Das Gehalt, Ja, also also in. vielleicht auch mal einmal Deutschland, einmal Schweiz. Ja, also das Gehalt in Deutschland, oh, was verdienen die denn da? Ich nehme mal an, so. Du hast Also nur ich die weiß, Ausbildung dass sie. gemacht, ne? Bitte? Du hast nur die Ich Ausbildung in Deutschland, genau. habe nur die Ausbildung gemacht, ja, in Deutschland und bin dann direkt in die Schweiz. Ich weiß aber, dass es irgendwie je nach Dienste und je nach Krankenhaus ist es auch immer unterschiedlich, je nachdem, welchen Tarifvertrag sie haben und auch, ob es eine Privatklinik ist und oder. Ich weiß, dass es ungefähr bei Netto zwischen 1,8 und 2,4, 2,5, würde ich jetzt mal behaupten. Ist gar manchmal so schlecht, das ist tatsächlich. Nee, es ist nicht schlecht, nein. Es kommt wirklich immer darauf an. Muss natürlich sagen, wenn du irgendwie 2,4 hast, dann hast du natürlich einiges auch an Diensten gemacht. Ja. Du musst dich natürlich auch immer noch mal drüber im Klaren sein, dass in Deutschland OTA noch mal eine ganz andere Hausnummer ist als OTA oder besser gesagt, hier heißt es ja TOA, technische Operationsassistentin. Dass es hier ganz anders abläuft. Inwiefern? Als ich hier angefangen habe in der Schweiz, hatte ich das Gefühl, ich arbeite 60%, keine 100. Die Schweizer Kultur ist alles so, ist so ein bisschen langsamer. Ja, es ist sehr, sehr viel angenehmer. Man kommt in Anführungsstrichen Stresssituationen, denkt sich, oh, das bin ich doch gewohnt, das ist doch ganz normales Arbeiten. Und es ist wirklich so, es ist sehr angenehm. Man kommt aber auch sehr, sehr schnell wieder rein und sagt dann genauso von diesen stressigen Situationen, die so stressig sind, aber es eigentlich überhaupt nicht sind. Das ist so der große Unterschied. Und natürlich Kommunikation, Wertschätzung ist auch eine ganz andere. Genau. Ja, okay, ich verstehe. Und wie schaut es in der Schweiz aus? Was verdient man da? Genau, also da hast du eigentlich ein Bruttogehalt zwischen 55.000 bis je nach Kanton kann es bis zu 100.000 gehen. Franken. Mit welcher Berufserfahrung, von was reden wir da? Also wie lange? Also ich nehme an, dass 55 auf jeden Fall der Start ist. Ja. Okay. Es ist teilweise ein bisschen tricky. Man muss da auch ein bisschen verhandeln, weil in der Schweiz werden irgendwie die Berufsjahre nicht so wirklich anerkannt. Man wird ein bisschen, man wird eingestuft in eine Stufe und dann wird man vielleicht nach 2 oder 3 Jahren, so war das bei mir, wurde ich dann hochgestuft in eine neue Stufe. Ich glaube, ich war dann, vorher war ich 7, danach bin ich auf Stufe 8 gerutscht, war dann aber wieder bei 8,1, also quasi habe wieder bei 1 angefangen und habe eigentlich weniger verdient, als wie wenn ich in 7,4 oder 7,5 gelandet wäre. Okay. Also ein bisschen tricky, da muss man ein bisschen verhandeln einfach. Aber das ist eigentlich kein Problem jetzt. Man muss sich natürlich nur damit beschäftigen und es auch vorher wissen. Und Okay, also aber 55 bis 100.000, das ist ja sogar für die Schweiz auch mit den höheren Lebenshaltungskosten. Ich habe mir das mal durchgerechnet für Basel zum Beispiel. Luzern ist halt schon richtig teuer. Basel ist, glaube ich, meines Erfahrung nach ein bisschen günstiger. Das ist ja trotzdem eine Hausnummer im Vergleich zu Deutschland. ja, also es ist so, es ist je nach Kanton unterschiedlich. Ja, also in Zürich, im Kanton Zürich, verdienst du halt um einiges mehr als im Kanton Luzern. Ich glaube, Kanton Genf zahlt auch sehr, sehr gut. Das sind halt die ganzen teuren Kantone. Dann gibt es natürlich, dafür zahlst du aber natürlich im Kanton Zürich zum Beispiel mehr Steuern als im Kanton Luzern. Ja, das muss man immer ein bisschen abwägen. Und es kommt immer drauf an. Es gibt schon mit Sicherheit teilweise ältere OTAs, die mit Sicherheit ihre 100.000, die jetzt irgendwie, keine Ahnung, schon ihre 15 Jahre da im Haus sind und noch die alten Verträge von 1900 schieß mich tot vielleicht haben, dass die ihre 100.000 haben. Da bin ich mir schon ziemlich sicher. Muss man aber auch Ja. sagen, dass es eine Ausbildung ist. Das heißt, man fängt ja mit der Ausbildung viel früher an.
Das heißt, man hat schon das Potenzial, sagen wir mal, mit 35 seine 100.000 zu machen. Wenn ich das so richtig durchrechne, weil ihr fangt ja mit der Ausbildung was mit 16 an? Ja, nee, mit OTA kannst du, glaube ich, mit 16, ich glaube, ab 17 darfst du anfangen. Oder ab 17, genauso. Du kannst ja mit gut 30 oder halt Mitte 30 kannst du echt gut verdienen in der Schweiz. Das ist, muss man ja sagen, also das Gehalt in Basel zum Beispiel für Ärzte liegt ja auch irgendwo um die 100.000 Schweizer Franken für Assistenzärzte jetzt. Danach ist das alles Verhandlungssache. Ich glaube, das ist der große Unterschied der Schweiz, dass du sehr viel auch verhandeln kannst, während in Deutschland vieles immer noch rein einfach nur nach dem Tarifvertrag läuft. Ja, ich meine, man muss sagen, sie sagen hier natürlich auch, nee, das ist hier so alles nach Tarifvertrag. Ja, also da kommt natürlich auch schon ein bisschen auf einen selbst drauf an. Und da kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen, auch jeder OTA und jedem Studenten, der sein Gehalt aushandeln muss, das auch zu tun und sich darüber zu informieren vorher. Wie mache ich das? Wie kann ich denn so gewisse Argumente, so Totschlagargumente einfach, was kann ich darauf sagen? Also ich finde es unheimlich wichtig, weil auch wenn es einen Tarifvertrag gibt, verhandeln kann man immer. Richtig, genau. Man sitzt häufig immer noch am längeren Hebel, weil die Leute gesucht werden, vor allem in den kleineren Städten, was weiß ich, so Schaffhausen oder sowas bei euch in der Schweiz, da ist halt ein super Mangel auch bei den Ärzten da. Und da kann man potenziell immer noch mehr verhandeln als in Zürich zum Beispiel. Der Markt ist im Moment mega schlimm. Es gibt teilweise auch hier Spitäler, die dir ziemlich hohe Prämien zahlen, wenn du als Festangestellte kommst. Hm. Und im Moment ist auch ein ganz großer Mangel. Ich wurde letztens von meinem ehemaligen Chef angerufen, weil er gefragt hat, ob ich da und da aushelfen könnte, weil einfach im Moment ein großer Mangel ist. Und das ist einer der großen Nachteile, die ich auch ansprechen möchte zum Thema Schweiz, ist, dass die Schweiz irgendwann auf dem gleichen Niveau sein wird wie Deutschland. Seitdem die Schweiz auch die DRGs eingeführt hat, nimmt das Gesundheitssystem auch hier ab. Das lässt sich beobachten, das sieht man. Klar, es ist trotzdem immer noch besser, aber ich muss sagen, man muss auch irgendwo die negativen Seiten kennen und auch wissen, um das Ganze besser beurteilen zu können. Kannst du ganz kurz erklären, was ein DRG-System ist? Weil ich glaube, viele Studenten kennen das nicht. Also ein DRG-System ist ein Abrechnungssystem, womit Ärzte ihre Leistungen abrechnen können, die sie an dem Patient vorgenommen haben. Wie zum Beispiel, bei dem habe ich jetzt eine Blutabnahme gemacht, bei dem habe ich jetzt eine Appendektomie gemacht, etc. etc. Genau. Und da gibt es ja normalerweise so eine durchschnittliche Liegedauer. Genau. Und man kriegt zumindest in Deutschland, also man kriegt eine Pauschale bezahlt von den Krankenkassen. Und wenn dann die Liegedauer irgendwann überschritten wird, das ist nicht besonders gern gesehen, weil man auch anfängt, irgendwann ab einem gewissen Augenblick Geld zu verlieren, quasi als Klinik. Ja. Und genauso sieht es aber aus, wenn der Patient zu kurz da ist. Das heißt, man kommt manchmal in eine Zwangslage, den Patienten vielleicht noch mal einen Tag länger da zu lassen, obwohl es eigentlich medizinisch keinen Grund gibt, damit er in dieser mittleren Liegedauer drin bleibt oder ihn zu früh zu entlassen. Genau. Und wie war das vorher? Das ist halt, finde ich, schwierig. Ich finde es irgendwie dem Patienten nicht gerecht, das System irgendwo. Und ich finde, das System hat auch viele Fehler. Und ich finde es schade, dass das hier in der Schweiz auch eingeführt worden ist. Wie war das vorher? Das weiß ich nicht. Weißt du nicht gar nicht, wie das vorher tatsächlich war? Tatsächlich weiß ich, habe ich mich nie drüber informiert. Aber kann ich gern mich mal drüber informieren und dann berichten. Das wäre super spannend. Wenn du Zeit hast, dass du vielleicht irgendwie einen kurzen Kommentar oder so und das Video da lässt. Ich glaube, das würde ja auch ein paar Leute interessieren. Mich würde es persönlich auch interessieren, wie das vorher lief, weil ich kenne auch nur das DRG-System. Ja. Warum bist du überhaupt in die Schweiz gegangen? Also warum bist du direkt nach der Ausbildung, kanntest du die Schweiz schon vorher? Also wie kam es dazu? Also es hat von der privaten Situation eigentlich gerade super gepasst. Und ich wusste, dass mein ehemaliger Kollege, der mit mir die Ausbildung angefangen hat, der hat aber vor mir angefangen, der ist über einen sogenannten Scout über die Schweiz gekommen. Das sind quasi
wie so, ja, wie sagt man es auf Deutsch, Talentsucher? Du meinst, also Scouter kenne ich aus dem Sport, genau, du meinst Headhunter. Ja, genau, Headhunter, genau. Sogenannte Headhunter, die dich quasi in die Schweiz vermitteln an irgendwelche Spitäler. Mhm. Und mit dem habe ich geschrieben gehabt und der hat mich halt gefragt, hey, hättest du denn nicht Lust, auch in die Schweiz zu kommen? Es ist hier mega cool, die Arbeitsbedingungen sind um einiges besser, die Lebensqualität, die Arbeitsweise, die Arbeitsbedingungen, es ist wirklich um einiges besser. Und habe ich überlegt, so ja, eigentlich passt es ja gerade. Es war wirklich relativ spontan, muss ich sagen. Ich habe dann meine Bewerbung geschrieben, habe sie abgeschickt, bin dann zum Bewerbungsgespräch und habe dann gleich den ersten Fehler gemacht, den ich vorhin gesagt habe, den man nicht machen soll. Ich habe nicht verhandelt. Mhm. Ich habe einfach das angenommen, was mir gegeben wurde, was ich jetzt heute nicht mehr so machen will. Aber es war trotzdem eine tolle Entscheidung. Und so bin ich dann schlussendlich in der Schweiz gelandet. Okay. Genau. Was sind die krassesten Unterschiede zu Deutschland, die du kennengelernt hast? gibt es teilweise Wörter, die ganz stark sich unterscheiden. Zum Beispiel sagt der Schweizer nicht, es riecht hier nach irgendetwas, sondern bei ihm heißt es schmeckt. Es schmeckt nach Zimt. Mhm. Ja. Oder zum Beispiel, wenn du auf der Straße stehst und du nach dem Weg fragst und der Schweizer sagt, ja, nehmen Sie das erste Rotlicht auf der rechten Seite. Ja, sind viele Deutsche erstmal ein bisschen confused, weil ja, Rotlicht ist halt in Deutschland ein bisschen was anderes. Hier ist es einfach die Ampel. Und was auch noch ist, in Deutschland kennen wir das Abendessen. Das sagt man hier nicht, man sagt hier Znacht, also zu Nachtessen quasi. Mhm. Mhm. Und die meisten denken dann, wie Znachtessen? Ich esse doch, wann hast du gedacht zu essen? Nachts oder was? Bei mir geht es um 8 Uhr Abendessen. Es ist das Gleiche, einfach nur ein anderes Wort. Ja. Genau. Und womit ich ganz stark Probleme hatte am Anfang, war oben und unten. In der Schweiz sagt man Abe für runter und Uffe für hoch. Für mich ist das aber eigentlich beides hoch, für ja, mein Verständnis. Klingt für mich auch mein so, ja. Deutsches Verständnis. Und das war noch relativ schwierig. Ja. Und jetzt in der Arbeit, was ist so Deutschland anders? Das Bitte und Danke ist öfter. Mhm. Definitiv. Es ist ein sehr viel angenehmerer Ton. Ja. Es wird auch sehr viel mehr Rücksicht auf Schüler genommen. Und ja, das sind so die Hauptgründe. Also dieses wirklich dieser wertgeschätzte Umgang untereinander, der ist einfach ganz, ganz anders als in Deutschland. Ich habe bisher in Deutschland noch keine typischen OTA-Drachen kennengelernt. Okay, also insgesamt Wertschätzung. Das ist etwas, was ich auch als PJler damals erlebt habe. Also allein schon die Sache, dass man, als ich angekommen bin, hast du so einen, also ich habe erstmal schon vorher so einen ganz großen Ordner bekommen mit allen Informationen, die ich brauche für alles. Und alles auch schön eingepackt und irgendwie kenne ich so, also normalerweise kriege ich hier irgendwie so einen Stapel Papier auf den Tisch gelegt und dann sagen sie ja, wuseln sich da mal durch. Und dann wurde ich halt eingeladen zu einem Einführungstag mit irgendwie super abgefahrenem Essen in Solothurn. Und die haben uns wirklich alles gezeigt, uns überall rumgeführt. Dann bin ich zurückgekommen nach Olten und wurde erstmal vom Oberarzt durch die gesamte Klinik geführt. Mir wurde alles gezeigt. Mhm. Wenn ich überlege, wie man als PJler in Deutschland normalerweise startet, also erstens kein Gehalt und zweitens einfach irgendwie reingeschmissen und nimm erstmal Blut ab. Danach kannst du vielleicht zur Visite gehen. Also kannst du nicht zur Visite gehen. Und das war es halt quasi. Also null Wertschätzung quasi. Und ich durfte persönlich super viel mehr Verantwortung übernehmen. Aber entsprechend, also dafür, dass ich bezahlt wurde, durfte ich auch viel mehr machen oder musste viel mehr machen, je nachdem, wie man das sieht. Man musste einfach viel mehr arbeiten. Und so wie ich das von dir höre, das ist auch im Bereich von den OTAs auch ähnlich, dass ihr einfach mehr wertgeschätzt werdet. Ja, definitiv. Auf jeden Fall.
Und das macht halt schon unheimlich viel aus, diese Wertschätzung einfach untereinander. Nicht nur unter den OTA, sondern auch von den Ärzten halt. Ja, es ist ein ganz anderes Verhältnis. Meine, selbst OTAs haben teilweise dann Probleme mit gewissen Operateuren oder fühlen sich überhaupt irgendwie in der Situation nicht Herr der Lage oder nicht Frau der Lage. Und weil eben gewisse Leute nicht miteinander kommunizieren oder eben die Wertschätzung fehlt. Und das macht das Ganze einfach sehr viel einfacher. Verstehe. Kann ich OTA als Mann werden? Gibt es bei euch Männer, die das Es machen? gibt ganz viele OP-Schwestern. Weil Ja, klar. ich habe das Gefühl, dass viele diesen Job einfach wirklich, genau wie bei immer noch bei der Pflege, da ist es mittlerweile weniger geworden, mit einem Beruf für Frauen verbinden. Und Ja. das finde ich ist ein falsches Bild, das da vermittelt Ja, wird. es ist schon mehrheitlich ein Frauenberuf. Aber muss es nicht sein. Das können Männer genauso gut machen. Er ist teilweise auch sehr technikaffin, der Beruf, ja. Und ich kenne nicht so viele männliche OTAs wie weibliche. Wobei das auch bei den Ärzten ja immer mehr kommt. Man sagt ja immer Herr Doktor und wir wollen immer den Herr Doktor, aber wenn man sich anschaut, wie viele Männer tatsächlich noch das Medizinstudium beginnen im Verhältnis zu Frauen, dann wird der Herr Doktor bald sehr, sehr rar werden. Ja, das stimmt wirklich. Gibt immer mehr Frauen und Frauen. Also das fällt mir auch auf. Auch in den, sage ich mal, so typischen Männerfachgebieten wie Ortho und Trauma Ja. gibt es auch immer mehr Frauen. Und Neuro und Wirbelsäule genauso, wo man denkt, so, ah, das ist so typisch Männerfachgebiet. Nee, das ist jetzt auch stark im Wandel. Auch Frauen können Hüften klopfen. Das geht. Ja, das können sie auch, ja. Ihr könnt auch ein Bein halten. Genau, da gibt es für alles Techniken, so dass man das richtig macht und das richtig lernt. Ja, Also, dass man kann genau. das alles erlernen. Da würde ich mich nicht Ganz abhalten genau. lassen. Wir waren schon mal bei No-Gos für Studenten. Wenn ich Ja. jetzt komme ich als Assistenzarzt rein, was sind die größten No-Gos, die ich als Assistenzarzt machen kann und später vielleicht auch als Oberarzt? Was ist so dein, was mögt ihr so gar nicht und was würdest du dir wünschen, dass ein Arzt, wie er vielleicht mit dir kommuniziert oder was er besser machen könnte? Also was mir oft schon, also mir persönlich schon passiert ist, dass Assistenzärzte zu dir kommen. Sie kennen dich nicht, wissen vielleicht nicht, okay, was hast du in dem Fachgebiet schon gemacht, was kannst du, was hast du geleistet, wie ist dein Wissensstand? Und dann kommen sie und wollen dir die Welt erklären. Das ist schön und gut. Es gibt aber OTAs, die finden das vielleicht gerade nicht so gut, vor allem weil sie vielleicht im vorigen Haus schon ja, das Fachgebiet zur Genüge abgedeckt haben und doch schon eine solide Grundbasis eigentlich haben. Und dann gibt es Assistenzärzte, die stellen dich dann hin und sagen, ja, das ist da und da und so, das machen wir aber da und da. Und ich gehe mal davon aus, dass jede OTA, wenn sie in ein neues Fachgebiet kommt, was sie kennt, aber vielleicht spezifisch einfach noch nicht alles weiß, wie vielleicht, keine Ahnung, hier schneiden sie den Faden der Länge ab, zum Beispiel sowas. Das sind so spezifische Sachen, die kannst du ja nicht wissen, wenn du nicht in dem Fachgebiet bist. Klärt man dann eigentlich mit der OTA ab, die mit im Saal drinne ist. Und da greifen manche Assistenzärzte gerne vor und lassen da den Erklärbär raushängen. Es kommt aber meistens nicht so gut an. Okay, Genau, verstehe. sowas. Und teilweise gibt es auch Situationen, wo Assistenzärzte so ein bisschen über die Schippe schlagen, wenn es darum geht, Witze zu machen. Ja, das kommt manchmal auch nicht so gut an. Es kommt immer darauf an, was kann der Assistenzarzt? Kennt man den? Wie ist die persönliche Beziehung zu dem Assistenzarzt? Ja. Das ist auch Kannst so eine du Sache. ein Beispiel nennen? Also, was würde dich jetzt wirklich stören? Jetzt komme ich als neuer Assistenzarzt rein, du siehst mich jetzt zum ersten Mal und jetzt stehe ich am Tisch und was sage ich? Was würde dich jetzt so Ja, richtig ankotzen?
Ja, was würde, wie gesagt, so, wenn mir dann einer erklären würde, ja, du musst jetzt den, weil er vorher, viele haben ja auch, um ihren NC zu verbessern, haben sie ja, oder wenn sie im Wartesemester waren, haben sie ja auch TOA oder OTA gemacht als Ausbildung. Das machen ja auch einige. Ja. Und dann wollen sie dann dir erklären, wie es dann funktioniert und sagen dir, hey, das und das und was auch, was fällt mir jetzt gerade ein? Es ist wirklich relativ nervig, wenn dir jemand ständig sagt, ich will jetzt die Schere, ich will jetzt den Nadelhalter, ich brauche jetzt eine Pinzette, wo du dir denkst, hey, ich mache den Job jetzt schon seit so und so vielen Jahren. Wenn du da gerade den Knoten am Faden knotest, ist es für mich das Legitimste der Welt, außer es ist vielleicht gerade irgendwas, was du anhängen willst, ja. Dann weiß ich das aber in der Regel, dass du die Schere willst. Oder wenn du gerade was nähen möchtest, irgendeine Struktur, irgendein Gewebe, dass du dazu eine Pinzette brauchst. Das sind so Sachen, das passieren auch Oberärzte und das ist, finde ich, stört den Operationsfluss immens. Was soll ich dann sagen, wenn ich jetzt nähen will? Was sage ich dann zu dir, wenn dich das quasi stören würde? Also was genau soll ich zu dir sagen? Ja. Nichts. Ich Nichts möchte einfach. einfach, ich möchte eigentlich nur die Hand hingehalten bekommen und ich sehe teilweise schon, es funktioniert wirklich bei gewissen Operateuren, die halten dir so die Hand hin und ich weiß, was da in die Hand jetzt reinkommt. Okay. Also du bist, ihr seid, genau, also ab einem gewissen Augenblick seid ihr einfach auch so erfahren, dass ihr wisst, was der nächste Schritt ist und welche Genau. Instrumente Genau. benötigt werden. Genau. Ich meine, ich weiß das natürlich auch und da muss ich halt auch wiederum natürlich viele Assistenzärzte und PJler in Schutz nehmen, weil viele OTAs sind so auf sich und ihre Arbeit fokussiert, dass sie vergessen, dass das teilweise Assistenzärzte machen, auch nur, um den Ablauf zu trainieren. Dass sie sich das teilweise vorsagen. Zumindest hatte ich da mal eine interessante Unterhaltung mit einem Assistenzarzt, der mir das mal erklärt hat, der das auch immer gemacht hat, weil ich ihn mal darauf angesprochen habe und gesagt habe, bei einem Kaiserschnitt musst du mir jetzt nicht sagen, was jetzt als nächstes kommt, weil das ist immer gleich. Und da hat er mir das damals mal erklärt, Ich glaube, warum er also das was mir einfallen würde, ist auch, dass ich das nicht weiß, vielleicht den Ablauf gar nicht so kenne im Sinne von, dass du so trainiert bist, dass du jeden Schritt weißt, sondern vielleicht habe ich sogar das Gefühl, wenn ich neu reinkomme, dass ich das vielleicht ansagen muss. Weißt macht. du, was ich meine? Ich weiß gar nicht, dass Ja. das gar nicht gewünscht ist. Deshalb war ja meine Frage so jetzt an dich, weil weiß ich nicht, ob ich das immer gewusst hätte, wenn ich jetzt komplett neu reinkommen würde. Ja. Sondern ich hatte das Gefühl, okay, ich muss dir sagen, was ich jetzt benötige. Ja. Und zwar nicht im negativen Sinne, sondern eigentlich, weil ich denke, dass es sich so gehört. Ja, genau. Nee, das ist auch das, was wo ich sage, wo viele OTAs sich ein bisschen an die Nase greifen müssen. Man nimmt es meistens dann irgendwie doch persönlich oder als persönlichen Angriff wahr, wenn man sich irgendwie ja, wenn man das Gefühl bekommt, so, der erzählt mir jetzt, wie mein Job abzulaufen hat oder wie mein Job funktioniert. Aber teilweise macht es ja schon Sinn, auch was du sagst. Und es macht auch immer Sinn, sich die andere Seite anzuhören. Weil teilweise sind sie vielleicht wirklich unsicher und wissen es einfach nicht. Oder sie wollen sich vielleicht ein gutes Bild machen beim Oberarzt, indem sie vielleicht doch tatsächlich schon wissen, hey, das ist das nächste Instrument dafür und freuen sich innerlich total und sehen gar nicht. Und es geht ihnen gar nicht darum, hier irgendwie irgendwem zu sagen, wie er was zu tun und zu lassen hat. Und das war jetzt mal, also meine Erkenntnis war aus den ersten paar Monaten, in denen ich als Assistenzarzt gearbeitet habe, dass sehr häufig Missverständnisse passieren und dadurch Konflikte entstehen, die vermeidbar sind, wenn man einfach direkt anspricht, was einen stört und direkt auf die Genau. Person zugeht, wenn man merkt, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwie haben wir uns da vielleicht missverstanden. Und das ist meistens einfach ein Missverständnis gewesen, und gar nicht irgendwie böse gemeint gewesen von der anderen Person. Genau. Ja, nein, das ist wirklich häufig so. Kommunikation ist, wie vorhin schon mal erwähnt, das A und O. Und auch teilweise merke ich das, dass viele OTAs nicht wirklich kommunizieren und dann im Nachhinein wird dann drüber gesprochen, ah, hier, guck mal, der hat das und das gesagt, der hat jetzt gedacht, hier, dies und das und so. Ich meine, wir sind alle nur Menschen.
Und wir müssen alle lernen, wirklich in unserer Umwelt, nicht nur auf Arbeit, generell überall miteinander zu kommunizieren, weil einfach so viele Missverständnisse, die passieren, können viel, viel besser aus der Welt geräumt werden. Definitiv, ja. Sehe ich genauso. Kannst du mir von einem Fall erzählen, sagen wir mal in den letzten Jahr, im letzten Jahr oder so, in den letzten 2 bis 3 Jahren, so der krasseste Notfall vielleicht oder Fall, der dir so richtig hängen geblieben ist, den du assistiert hast? Ist da irgendwas richtig Spannendes passiert? Vielleicht Ja, auch noch zur Zeitung der Unfallchirurgie oder so. Kann auch sein. Es war jetzt nicht speziell Unfallchirurgie, aber es gibt gab eine Sache, die mir eigentlich gibt's. Nee, es gibt zwei Sachen. Ich nehme aber nur die eine. Es gab eine Sache, wir waren im Nachtdienst und wir haben einen Anruf gekriegt, dass es vielleicht eine Multiorganentnahme gibt. Und die werden normal bei uns im Zentral-OP hier in Luzern gemacht. Und wir wussten bisher aber noch nichts über den Patienten oder die Patientin. Und im nächsten Anruf wurden wir dann darüber in Kenntnis gesetzt, dass es sich um einen 6-jährigen Jungen handelt, der mit dem Kickboard auf die Straße gefahren ist und vom Auto erfasst worden ist und noch in Schockraum geschafft hat, eigentlich von den Vitalwerten, von allem völlig stabil war. Auf einmal ging es dann rapide runter und es war nichts mehr zu machen. Also das war für alle ein Ereignis, das im Kopf bleibt. Meine Multiorganentnahme ist nie schön, aber bei einem Kind ist es einfach nochmal eine andere Hausnummer. Ja. Und ja, da waren wir alle einfach, ja, es wollte keiner so wirklich das machen. Und es war einfach eine Situation, die, ja, die willst du einfach nicht haben im OP. Das sind halt auch so Momente, wo du dann durch musst. Ja, wo du dann sagst, okay, hey, wir machen das jetzt, weil ich versuche mich dann in der Hinsicht immer aus jeder negativen Situation gibt es auch immer was Positives. Ja. Ich versuche mich darauf zu konzentrieren, hey, von dem kleinen Jungen werden jetzt die Organe verwendet für andere Menschen, für andere Kinder auch, ja, die vielleicht genauso gerade an ihrem letzten Lebensfaden hängen und darauf angewiesen sind, dass sie dieses Organ bekommen. Ja. Ja. Und mein Job lehrt mich durch so Ereignisse auch unheimlich viel Dankbarkeit. Dankbarkeit fürs Leben, Dankbarkeit, gesund zu sein, ja, wirklich nichts zu haben, diesen Luxus zu haben, den Wasserhahn aufzudrehen, wirklich dankbar zu sein für die kleinen Dinge im Leben, weil es kann von heute auf morgen kann es fertig sein und das erlebe ich teilweise jeden Tag im OP. Ja, ein 21-jähriger Junge, der in nichts ahnend in den See kopfüber springt, setzt einen Stein und ja, wacht auf und ist querschnittsgelähmt. Das sind halt auch so Fälle, die wir haben und mit denen müssen wir umgehen. Und so traurig sie sind, aber das gehört leider mal zu unserem Job mit dazu. Ja, wobei das, wie du auch sagst, vieles Schlechte hat auch sein Gutes. Dieser kleine 6-jährige Junge hat im Zweifel mehrere andere Leben gerettet. Genau. Ja. Also es ist nicht nur das Aufregende, sondern du erlebst auch viele Sachen, die wirklich auch schlimm sind, aber auch zur Erfahrung im Leben natürlich sicherlich beitragen. Aber du hast auch die Möglichkeit, wirklich Menschen zu begleiten und ihnen zu helfen. Genau. Und genau. Im Grunde genommen ist es schon so, dass wir mehr dazu beitragen, Leben zu retten als andersrum. Ja. Ja, das muss man auf halt jeden Fall. Sehen. Ja. Jetzt hast du neben deinem doch sehr spannenden Beruf, ohne den auch kein Operateur jemals irgendwas selber machen könnte, muss man ehrlicherweise, hast du einen Blog angefangen. Ja, genau. Eine Selbstständigkeit. Wie kam es dazu? Ja, wie kam es dazu? Also ich beschäftige mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung eigentlich schon seit 2017. Und mit Finanzen beschäftige ich mich seit 2019 und das sind auch die beiden Hauptthemen.
über die ich blogge, über Finanzen und Persönlichkeitsentwicklung. Es wird auch noch das Thema Reisen ab und zu mal mit noch dazukommen. Und das Ganze hat tatsächlich so ein bisschen in der Corona-Phase angefangen. Da habe ich dann, ich habe schon immer viel gelesen und dann habe ich dann in dieser Zeit wieder ein bisschen mehr gelesen. Vorher war so ein bisschen Flaute. Und habe ich doch gedacht, eigentlich wäre das doch ganz cool, das zu bloggen, andere Leute zu inspirieren, die Bücher näher zu bringen. Dann habe ich geguckt, wie, ob das auf Instagram, okay, was gibt es denn so, wie viele Buchaccounts gibt es denn, wo Sachbücher vorstellen. Die Nische ist halt auch unheimlich klein. Und da habe ich mir gedacht, das wäre noch eine coole Idee. Und so kam ich dann auf den Gedanken letztendlich und habe dann meinen Account im Januar 2021 erstellt. So, dafür bist du aber doch relativ schnell gewachsen jetzt. Doch. Ja, genau. Muss man sagen, ja. Und vor allem, du, ich habe jetzt das gesehen. Wie heißt dein Account? Nur ganz kurz. Ich werde ihn auch einblenden, der wird unter deinen Namen stehen. Ja, Books of Success. Genau. Dass du auch ein sehr hohes Engagement hast. Das heißt, die Leute kommentieren auch und liken und da ist viel Interaktion dabei. Das ist ja, ja nicht bei jedem Account gegeben. Und das liegt auch mitunter darum, dass du wirklich Value präsentierst. Das heißt, so bin ich ja auch eigentlich auf dich. Ich bin auf dich ja über den Professor Goldfink gekommen, also Holger Fink. Muss ich jetzt bei dem bedanken? Nee, da hat er dieses creepy Video gepostet, wo du dieses abgespielt von diesem Typen hast, der so auf Latex-Handschuhe stand. So hab ich dich gefunden. Von diesem komischen Typen, der diese Nachricht geschickt hat. Ja, also das war ein furchtbarer Moment. Ich habe mir gedacht, das kann es doch nicht sein, dass du so Anfragen kriegst. Aber ja, das ist es halt. Man steht ja doch irgendwo halt in der Öffentlichkeit und dann muss man halt auch mit solchen Dingen leider umgehen. Das ist, ja. Ich muss sagen, als Mann kriege ich auch immer wieder irgendwelche komischen Anfragen, auch von Frauen. Echt? Ja, auch von Frauen, vor allem aus dem Ostblock so ein bisschen. Ich bin halt Russe. Das heißt, ja. Ich werde auch mal auf Russisch angeschrieben. Von Frauen, die einen Mann suchen. Und die halt einfach übersegeln wollen zum Beispiel. Aber auch aus Deutschland zum Teil so, na, der Hübscher. So, denke ich so. Oder letztens hat mir einer angeboten, dass sie gesehen hat, dass ich eine Wohnung suche. Ja, ob ich denn neben der Wohnung auch eine Frau suche. Ah. Da dachte ich mir so, Nicht nur Wohnungsvermittlung, auch noch Frauvermittlung. Genau, die hat dann ein Zimmer in der WG zu vergeben gehabt. Aber okay. Ja, naja, also man kriegt sehr viele creepy Anfragen. Aber ich glaube, als Frauen müsst ihr da nochmal deutlich, deutlich mehr mitmachen. Ja, es ist teilweise schon sehr speziell. Und was mir halt auch auffällt, ist, wenn du dann sagst, hey, das fand ich jetzt nicht so okay, wird man direkt abgestempelt als jetzt sei doch mal nicht so, nimm doch das Kompliment an. Und es wird immer vergessen, dass man mit einer anderen Person kommuniziert und diese Person das anders wahrnimmt, als man das jetzt selbst wahrgenommen hat. Ja, weil man die Welt halt einfach nicht so sieht, wie sie ist, sondern wie man selbst sie sieht. Und ja, das ist halt nochmal ein schwieriges Thema, was viel Konfliktpotenzial auch manchmal mit sich bringen kann, wenn man da nicht auf sachlicher Ebene diskutiert. Also das gibt es dann mal auch, dass dann wirklich Männer unfreundlich werden, weil sie damit nicht zurechtkommen, wenn dann eine Frau sagt, hey du, das fand ich jetzt nicht so cool. Ich bin da mittlerweile absolut pragmatisch bei sowas geworden, wenn irgendwelche Leute mich da anpöbeln. Die werden einfach ausgeblendet. Also das ist mittlerweile, also ich habe am Anfang das irgendwie so mitgemacht und diskutiert und irgendwelche diese dummen Anfragen, da versucht irgendwie drauf einzugehen. Das kostet zu viel Zeit, die ich ganz anders einsetzen kann, sinnvoll einsetzen kann für die eigene Entwicklung oder dafür, um meinen Followern wirklich Value für sie zu generieren. Ja, und das stimmt. Auf den einen Idioten kann ich quasi verzichten. Genau. Du liest ja sau viele Bücher. Wie viele schaffst du so im Monat? Keine Ahnung. Also es kommt immer drauf an, auf die Dicke der Bücher. Ja. Meistens sage ich jetzt mal so zwischen 4 und 6 Bücher.
Boah, okay. Das ist viel. Nee, das Ja, schaffe ich man nicht. muss halt überlegen, ich habe natürlich auch morgens immer die Zeit im Zug, es ist wie eine quasi extra Zeit, die ich jetzt habe. Ja, vorher hatte ich nur morgens eine halbe Stunde zum Lesen, wo ich noch in Luzern gearbeitet habe, weil da musste ich natürlich keinen Zug fahren, da hatte ich hier 15 Minuten zur Arbeit zu Fuß. Und ja, genau, das ist auch im Moment die einzige Zeit, wo ich groß lese, vielleicht nochmal vom zu Bett gehen ab und zu. Aber im Moment bin ich eher so der Netflix- oder Gaming-Typ dann abends vom Bett Okay, was zockst du so? gehen. Call of Duty tatsächlich. Wow, okay. Mega gut, ja. Habe ich schon lange nicht mehr gezockt. Was liest du aktuell? Was ist dein aktuelles Buch? Also aktuell habe ich tatsächlich zwei, weil ich habe eins angefangen vor Barcelona, habe es nicht mehr geschafft und es war mir einfach zu dick, um es mitzunehmen. Daher lese ich im Moment von Daniel Kahnemann, Neuss. Ja, okay, das ist echt, das ist ganz, ich habe das angefangen, ich bin auch noch nicht fertig. Ja, also es ist sehr, sehr, sehr wissenschaftlich, auf Ja. keine leichte Kost, aber unheimlich interessant. Ja. Vor allem auch, weil man dann wirklich mal sieht, wie verzerrt Entscheidungen sind, die getroffen werden, auch im Gesundheitssystem von Ärzten, von Richtern, eigentlich von Institutionen, wo man glaubt zu wissen, okay, die Entscheidung, die ist richtig. Ja. Und dann lese ich noch im Moment Unbox Your Relationship von Tobias Beck. Das habe ich Okay. jetzt angefangen in Barcelona, genau. Wobei man muss jetzt beim Daniel Kahnemann auch sagen, das baut, also ich habe das Gefühl gehabt, das baut schon auf seinem vorherigen Buch auf, Ja, schnelles genau. Denken, langsames Denken. Und jetzt Genau. mit den Richtern zum Beispiel, das war auch so ein Beispiel, wenn die dann irgendwann zur Mittagspause hungrig werden, dass die dann einfach andere Entscheidungen treffen, als wenn die schön Ja. ausgeruht sind. Das ist super Ja, genau. spannend. Das ist bei Ja. Ärzten ja genauso. Das ist, Ja. ja, Ja. man muss sich gut überlegen, wann man dem Richter vorgeführt werden will. Ja, ich war zum Beispiel in Luzern, wo ich noch dort gearbeitet habe, war ich Fachverantwortung für die plastische Chirurgie zum Schluss. Und der Chefarzt von der plastischen Chirurgie, der war auch manchmal völlig unterzuckert. Und dann haben wir ihm ein Glas, habe ich ihm ein Glas gemacht und dann haben wir Süßigkeiten rein. Und dann haben wir ihn dann draufgeschrieben, wenn er dann wieder zu Diva wird, soll er sich dann hier vorher bedienen, dass das dann nicht passiert. Genau. War dann besser gestimmt? Ja, er fand es zumindest sehr, sehr lustig und es hat eine Zeit lang sehr gut funktioniert. Okay, das ist doch mal ein klasse Erfolg. Ich habe übrigens Ja. vorhin noch mal rausgehört, das wollte ich noch mal fragen. Du reichst ja nicht nur, du reichst nicht nur an, du assistierst auch manchmal. Das ist Ja, genau. etwas, genau, das ist, glaube ich, untergegangen. Das heißt, also ich habe das auch erlebt, dass OTAs auch mal zunehmen. Ja, kommt vor, im Nachtdienst. Mehrheitlich, also im Tagdienst eher nicht. Es kommt aber auch immer darauf an, welcher Operateur da ist. Gibt welche, die wollen das dich nicht machen lassen. Ich meine, kann ich auch verstehen, das liegt in ihrer Verantwortung am Schluss. Aber in Deutschland, glaube ich, gibt es das noch häufiger als hier, vor allem weil hier halt auch im Nachtdienst teilweise PJler da sind, die gerufen werden können auf Picke. Und genügend Assistenzärzte, die natürlich das auch zum Üben brauchen, einfach. Ja. Ja. Aber teilweise, wenn du zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, es ist kein Assistenzarzt da oder wie gesagt, der PJler ist gerade umgefallen, dann ist es schon mal so, dass du dann Haken hältst, dass du den Sauger hältst. Also da ist schon alles dabei. Ich habe schon alles gehört, alles gesehen oder in der Ja. Laparoskopie, dass du die Kamera hältst. Das ist auch schon mal mit dabei, auf jeden Also Fall. der Job ist deutlich mehr als einfach nur Instrumente anreichen, was, glaube ich, viele doch mit der OTA verbinden. Weil ich muss Genau. mich, wenn ich mich zurückerinnere, hat mir eine OTA das Nähen damals, der Chef, also der Oberarzt ist einfach rausgegangen und hat gesagt, ja, du kriegst schon hin, mach das zu. Und ich stand so da und dachte mir so, okay, was machen wir jetzt? Und da war ich so dankbar, dass der operationstechnische Assistent gesagt hat, okay, du nimmst jetzt das, du nimmst das und du machst das und das. Und dann hat er gesagt, okay, das sieht gut aus, so machst du weiter.
Und hat mir dann auch auf der anderen Seite geholfen, damit das auch ein bisschen schneller geht. Und da war ich super dankbar drum. Das heißt, ihr übernehmt auch sehr viel vom Teaching. Das war zumindest meine Erfahrung. Ja, genau. Genau. Es ist auch so manchmal, man glaubt es gar nicht. Aber ich habe auch schon Operationen erlebt in gewissen Fachgebieten. Je nach Fachgebiet kommst du natürlich auch übergreifend in andere Fachgebiete. Wie wenn du zum Beispiel Gynäkologie machst, siehst du auch wohl oder übel mal einen Darm. Und der Darm ist nicht immer rosa. Zum Beispiel, wenn Stuhl drinne ist, dann ist er halt ein bisschen bläulich. Aber nicht alle Gynäkologen wissen das. Und Kriegen die war dann Panik. Situation, waren dann kurz davor, den Viszeralchirurgen irgendwie im Nachtdienst zu rufen. Und dann habe ich doch mal so vorsichtig angedeutet, so, stellt euch doch mal vor, wenn das Stuhlgang wäre. Aha, also es gibt auch so Situationen. Dann gibt es teilweise aber auch wieder Situationen, wo du teilweise wirklich, das weiß ich jetzt nicht mehr, wie das in Deutschland ist, aber ich habe manchmal in der Schweiz das Gefühl, dass hier wirst du ziemlich schnell zum Oberarzt. Es ist nicht so Ja, wie in Deutschland. ihr habt Das ist so da. ein, ihr habt so einen heftigen Mangel. Ich habe mit den Assistenzärzten gesprochen. Ja. Sobald sie Fachärzte werden, sind sie Oberärzte. Ich weiß nicht, ob, also ich glaube Genau. nicht, bestimmt nicht an der Uniklinik. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es in Basel und Zürich so läuft. Aber wenn du jetzt in Olten bist, zum Beispiel in so etwas kleineren Häusern, aber nur noch Lehrkrankenhäusern, Genau. dann bist du mit dem Facharzt Oberarzt. Dadurch eskaliert auch dein Gehalt sofort und du hast die Verantwortung. Aber der Unterschied ist, dass in Deutschland, und das ist vielleicht auch ich weiß nicht, ob das mit der Grund ist, dass die Hierarchien etwas flacher sind. Weil in Deutschland wirst du nicht einfach so mal zum Oberarzt. An Genau. vielen Stellen. Du musst eine gewisse Erfahrung mitbringen. Hier kann es immer noch sein, dass der Oberarzt bei euch Oberarzt wird, aber noch gar nicht so erfahren ist und Genau. gar nicht so viel kann. Das Ganz heißt, genau. er ist noch selber bis zum gewissen Grad Anfänger. Ja, und das ist halt etwas, das merken wir dann teilweise auch im OP, dass er dann nicht weiß, okay, wo setze ich jetzt den Trokar? Das ist alles schon vorgekommen, ja. Genau. Okay, wie funktioniert das jetzt bei euch im Haus? Welche Nahttechnik nutzt ihr jetzt hier in dem Fachgebiet? Wie funktioniert das jetzt mit dem Organberg? Welchen Bergebeutel nehmt ihr durch welchen Drucker? Es ist halt wirklich so, als OTA bist du, wie du schon sagst, nicht einfach nur diejenige, die hier einfach stupide die Instrumente anreicht. Du hast teilweise musst du hier tatkräftig wirklich zur Seite stehen mit deinem Wissen, mit deiner Erfahrung, die du schon gemacht hast im OP. Du siehst halt die gesamte Hierarchiestufe und was sie machen, während ein Oberarzt diese Zeit gar nicht mehr hat. Das heißt, du siehst, was der Student macht, du siehst, was andere OTAs machen, du siehst, was der Assistent macht, der Neue, der schon länger da ist, der Facharzt, der Oberarzt und der Chef. Das heißt, du hast die alle gesehen, du kennst deren Gewohnheiten, du weißt, was sie tun, und wie das normalerweise läuft. Während du als Oberarzt häufig sehr in deinem Blickwinkel vielleicht beschränkt bist oder auch als Assistenzarzt. Also das ist zumindest das, was ich so von dir wahrnehme, was du erzählst. Ja. Ja, es ist teilweise, wie gesagt, ich kannte es als in Deutschland auch nur, okay, Oberarzt, der hat Erfahrung, ja, der hat es schon ein Genau. paar Jährchen gemacht, den kannst du hinstellen. Da ist es teilweise in der Schweiz wirklich so, hast deinen Facharzt und bist sofort Oberarzt, aber hast irgendwie noch gar nicht so viel Erfahrung. Zum Beispiel, wenn du jetzt Gynäkologie machst, ja, warst aber bisher eigentlich mehr Geburtshilfe oder hast dich mehr auf Geburtshilfe spezialisiert, musst im Dienst aber dann auch Operationen mitmachen, ja, also Chirurgie wird es dann schwierig. Ja, das Ja. verstehe ich auch. Das sehe ich aber natürlich auch hier wieder beide Seiten. Erstens mal wünsche ich mir dann, dass junge Oberärzte dann auch den Mut haben zu sagen, ich mache keinen Dienst, weil ich kann das und das noch nicht. Ich muss das erst wissen, weil es geht hier um Patienten und nicht darum, dass ich mich schäme oder Angst habe, zu sagen, ich kann was nicht. Er hat im Dienst, das ist ja das ist genau das große Problem, was ich aber auch in der Schweiz irgendwo auch sehe. Also wenn man direkt nach dem Facharzt Oberarzt wird und noch nicht alles kann, man trägt trotzdem die absolute Endverantwortung. Genau. Weil über dir steht ja nur noch der Chef. Man steht quasi mit einem Bein im Knast. Genau.
Und wenn du dann da stehst und der Assistent ruft dich an und sagt, okay, ich bin jetzt Unfallchirurgie, ich habe jetzt hier massive Beckenverletzung, komm rein. Und dann genau. kommst du rein, du kannst kein Becken operieren. Mhm. Ja, klar, du kannst den Chef anrufen. Aber optimal ist die Geschichte nicht. Nein, ah. Ich meine, es muss nur mal irgendwie eine Notfallsituation sein. Und wenn du dann nicht wenigstens die Notfallsituation abdecken kannst, ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Ja. Thema Finanzbildung hast du noch kurz angesprochen. Wir springen jetzt ein bisschen hin und her. Sag mir mal ein Buch, was du besonders gut fandest. Was man empfehlen kann, jemand, der sich anfängt, mit Finanzen auseinanderzusetzen. Also nicht einfach so Mindset, sondern ich will jetzt anfangen zu investieren. Auf jeden Fall vom ETF-Papst Gerd Kommer. Mhm. Ja. Erfolgreich investieren. Mit Aktienfonds und ja, genau. Also ich verlinke das Buch genau, das ist ja, genau. ziemlich bekannt. Ich habe jetzt gerade den Wortfindungsstörungen. Ja, alles gut. Ja. Gibt es noch ein Buch, wo du sagst? Noch ein Buch? Ja, genau. Hast du mich nicht gehört gerade? Gibt es noch ein Buch, was du sagst, was dir geholfen hat? Mir persönlich hat mega gut geholfen, der Börse einen Schritt voraus von Peter Lynch. Börse einen Schritt voraus, okay. Das ist so das ein... kenne ich noch nicht. Ich fand es unglaublich cool. Vor allem meistens wie im Vergleich zum Gerd Kommer. Gerd Kommer ist natürlich sehr wissenschaftlich, sehr, sehr trocken. Man muss schon wirklich richtig Bock haben. Es gibt aber auch die Einsteigerversion, die ich vielleicht komplett Anfängern erstmal empfehlen würde, wie sich direkt dann dem großen Buch zu widmen. Und die Börse einen Schritt voraus ist da quasi das genaue Gegenteil. Es geht natürlich eher ums aktive Investieren, nicht ums passive. Aber es wird auf so eine coole, einfache und humorvolle Art rübergebracht, weil er halt sehr viele persönliche Beispiele auch noch mit reinbringt. Und das macht halt unheimlich Spaß zu lesen. Also ich hatte das Buch unheimlich schnell fertig. Ich glaube, es hat zwischen 400 und 500 Seiten. Also es ist wirklich sehr, sehr angenehm. Und man lernt unheimlich viel über das aktive Investieren. Mhm. Welche verschiedenen Aktienarten es gibt, wie man diese bewerten kann, wo es diese zu finden gibt, wie man ein Portfolio aufbaut und so Sachen. Genau. Nur ganz kurz für meine Leute, die gerade zuschauen, ich glaube, für dich ist das halt einfach gängig. Aktives und passives Investieren meistens über einen Sparplan und zum Beispiel einen ETF, also einen großen Fonds. Und aktives Investieren heißt Stockpicking. Ich suche mir einzelne Aktien aus und investiere in die aktiv und muss dann auch gewisse Analysen durchführen und muss dann auch deutlich mehr Zeit investieren, um mich zu informieren und im Verlauf auch darauf zu achten, wann steige ich aus dem Investment eventuell aus, wann kaufe ich nach und Co. Während du das bei ETFs eben nicht machst, du setzt einen Sparplan auf und investierst einfach. Das wird automatisiert quasi. Genau. Und du profitierst vom Markt, genau. Genau. Okay. Ja. Super Tipps. Ich werde mir das eine Buch auch selber mal anschauen, weil das würde mich auch mal interessieren. Das von Gerd Kommer kenne ich schon. Das ist eigentlich sehr gut, aber wie du sagst, nicht so einfach verdaulich. Aber ich glaube, Medizinstudenten kriegen das, denke ich mal, hin, das wenn sie das wollen. Wirklich wollen, genau. Letzte Frage. Was machst du nach der Arbeit, um runterzukommen und ein bisschen Energie zu tanken? Ich gehe gern spazieren, zum Beispiel in der Natur. Oder ich mache Sport. Ich kann aber auch ganz gut runterkommen, wenn ich eine Serie schaue. Oder wenn jetzt zum Beispiel so ein Ereignis war wie mit der Multiorganentnahme, dann unterhalte ich mich auch gern mit Freunden drüber, mit denen, die es hören können. Das muss man natürlich auch erstmal wissen und erstmal fragen, hey, wie sieht es da bei dir aus? Bist du dafür offen oder nicht? Das wäre sonst ein bisschen unangenehm und vielleicht der anderen Person gegenüber ein bisschen unfair. Aber ansonsten halt viel Sport, Capoeira, aber ich setze mich auch unheimlich gern vor die Konsole und schalte ab. Mhm. Also ich bin da sehr vielseitig. Okay, ja. Spannend zu hören, was so verschiedene Charaktere tatsächlich in der Medizinerwelt so anwenden,
sich einfach von dem, was sie erleben, auch etwas abzuschalten und wieder neue Energie zu tanken. Ja. Und das ist nicht auch, also man würde jetzt selten von einer Frau erwarten, dass sie sich hinsetzt und auf einmal Call of Duty zockt. Ist ja, nicht so gängig. Nee, ist nicht gängig, nein. Wobei es sind immer mehr Frauen, also ja. Ja, das stimmt. Das kommt aber auch in Social Media sehr gut an. Ja. So auf Twitch zum Beispiel oder sowas. Ja. Ich habe am Anfang überlegt, ob ich streamen soll, Call of Duty. Ich habe mir dann aber gedacht, so, nee, ich möchte irgendwas Sinnvolles machen und nicht nur so mich nach dem Motto hinsetzen, Sex sells. Das so okay, das also Gefühl hat. Nicht im, wolltest nicht im Bikini vor der Konsole sitzen und nein. Geld verdienen. Okay. Nein. Ja, ich finde auch ehrlicherweise, dein Blog bringt um einiges mehr an Value, zumindest für mich persönlich zum Beispiel. Und ich glaube, für viele andere auch, wenn die da mal reingucken. Also mir hat es auf jeden Fall, ich habe ein paar Bücher auch entdeckt, bei denen ich sage, kann ich mir auch mal anschauen. Ja. Okay, super. Ich danke dir sehr, dass du dir Zeit genommen hast und so viele Einblicke gegeben hast. Ja, danke auch für die Einladung. Und ja, falls ihr nochmal Fragen habt an Noreen, stellt sie alle unten drunter. Ich bin sicher, sie schaut auch mal rein. Schaut unbedingt bei ihr auf dem Blog vorbei, auf dem Instagram-Account. Den werde ich auch unten drunter verlinken. Da könnt ihr dann super viele spannende Bücher vor allem entdecken aus allen möglichen Bereichen, aber auch zum Thema Finanzen sehr vieles, weil es doch den einen oder anderen bei mir interessiert hat. Und ja, gebt dem Video einen Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Ciao.